Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 22. März 2018. Wir sollen heute die Gespräche meiden. Oder lieber schweigen, weil das führt nur zu Missverständnissen. Kann auch bedeuten, dass jemand wartet auf eine Nachricht und es kommt heute nicht. Aber ab morgen können wir damit rechnen, dass jemand meldet sich wieder von Vergangenheit. Eine gewisse Heilenergie ist da und das spüren die Fischengeborenen, die Krebsgeborenen, die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen und die Skorpiongeborenen. Aber die Skorpiongeborenen sollen darauf achten, dass sie nichts übertreiben, weil sonst verlieren sie den inneren Gleichgewicht. Heute ist eine gewisse Spannung da. Und diese Spannung wird sein mit einer älteren männlichen Person. Das kann der Vater sein, das kann auch der Chef sein. Das trifft die Steinbockgeborenen, die Widdergeborenen und die Wagengeborenen. In die Liebepartnerschaft sollen die Steinbockgeborenen und die Wiedergeborenen etwas loslassen oder von etwas verabschieden. Diese Loslassen kann auch die Angst sein. Weil das sind die Hindernisse und das sollen sie überwinden. Ansonsten haben Glück in die Liebe die Löwengeborenen, die Wassermanngeborenen, die Zwillingsgeborenen und die Schützengeborenen. Die Wagengeborenen sollen Gefühle annehmen oder Gefühle zeigen, aber heute die Gespräche meiden. Die Stiergeborenen sollen um die Finanzen kümmern, aber nicht neu investieren oder nichts Neues kaufen gerade. In den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung oder kleineren Veränderungen bei Zwillingsgeborenen. Aber die Zwillingsgeborenen sollen darauf achten, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann führt das zum Stress und verlieren sie die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Es gilt nicht nur für die Zwillingsgeborenen, sondern so ähnlich erleben auch die Steinbockgeborenen. In die vertraute Umgebung kommt zu einer Begegnung, das kann auch Freundschaft sein, das kann auch eine Liebesbegegnung sein bei den Fischengeborenen und bei den Stiergeborenen. Und das war mein heutiges Tagesgeheimnis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.